Das war ein Schusspass von Pokorny. Und dennoch hat George Davis was damit anfangen können. Auch jener von Blaunsteiner wurde verlängert. Der ist aber gar nicht dabei. Interessanterweise. Das war ein schöner Pass. Da hat man auch das Talent gesehen von Taylor Booth. Die nächste Flanke, die richtig gut war. Guter Beginn, sagt Böltner. Auch hier. Taylor Booth. Umringt von drei Austrianern. Kein Absatz. Georg Zellhofer bei seinem Heimdebüt also als Interimscoach. Jorgin und Taylor Booth. Der behauptet den Ball. Kopfball führt und dann zu einem, naja, soll ich Fallrückzieher sagen? Michi Madl. Ja, der macht's. Sieht nicht schlecht aus, die Flanke. Torhugi mit dem Außenriss und da ist Miranda völlig frei. Mit solchen langen Bällen vielleicht. Der war wirklich gut. Taylor Booth, unglaubliches Tor. So einfach. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich ja das überlegt. Das Alexander Schmidt lässt sich gut prallen mit Taylor Booth. Jetzt kann Hugi auch ein bisschen Tempo machen. Hugi und Alexander Schmidt, prompt wird's interessant. Und der SKN kann nachsetzen. George Davis. Slovenia. Davis. Und nochmal die Schusschance für Torhugi. Und jetzt Taylor Booth. Ja, dass George Davis noch weiter vorne spielt. Gemeinsam mit Torhugi. Da hat er vielleicht zwei Gedanken im Kopf. Denn drüben war Fitz völlig frei. Hätte eigentlich früher spielen müssen. Jetzt George Davis. Also ich liebe ja Zuschauer im Stadion und ich hoffe, das kommt bald wieder. Aber entspannen Sie sich und ihr selber entspannt sein. Taylor Booth, was er Meter für seine Mannschaft gegeben hat, also hätte es der Georg Zellhofer Grund gehabt, sich da nochmal zu beschweren. Und Pokorny hatte natürlich Riesenpech. Können mit dem Rechten. St. Pölten in der Kontersituation, aber nicht sonderlich erfolgreich.